Very professional. Sag mal, wie ist denn deine Stange? Die ist ja, passt dich über Boden jetzt drauf. Dass sie da, also, oh. Ich bin die Kette, ich bin bei Jake. Highspeed-Geschwindigkeiten hier. Man muss wirklich drauf achten. Auch noch was? Du bist jetzt in der Kamera, ne? Ist das okay? Ich habe gerade ein Stück hier von der Sonne gefressen. Einkauf mit Don Krümel. Sag mal Hallo für YouTube. Diese Highspeed-Geschwindigkeit, das ist nicht zu glauben. Mein Hintern schläft ein. Es ist nicht so bequem, wie es aussieht. Die Straße ist kaputt. Oh, ein schöner Nissan. Ich fahre rückwärts, das ist total uncool. Ich fahre vorwärts, das ist total cool. Ich will nicht. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Radar, 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 radar. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute mal ein bisschen weiter weg. Ich habe ja Angst vor euch, wisst ihr ja. Und ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe einen Special Guest, und zwar die Amy. Und was sitzt da auf meinem Panda? Ja, faule Stück, komm her! Also, die englischen kuschelig, da bleib ich. Ich fahre ein bisschen rüber. Very professional! Sag mal, wie ist denn deine Stange? Die ist ja, passt dich über Boden jetzt drauf. Dass sie da, also, oh! Ich hab den Attentäter. Er wird noch. Das ist weiß. Du hast ja nicht angetrunken. Das habe ich jetzt nämlich auch noch nicht überlebt. Ich habe ja schon einige Let's Press hinter mir. Ne? Selbst bei McDonalds hast du eigentlich nur von einem McCurry angegriffen, aber hier ist eine Stange. Da kann ich mich nicht verstecken. So eine verdammte Scheiße. Soweit ich erschlagen habe, habe ich einen Keks verdient. Für die Kamera halt, dass es so aussieht, als hättest du wirklich was bekommen. Mm. Du schmeißt mir jetzt einen Keks, ne? Dann kommt ihr rein. Oh, ich habe eine Sendung. Hi. Das geht echt schon professionell los. Ich mach weiter, ich esse mal einen Keks. Ne? Genau, und zwar machen wir ein kleines Let's Eat bzw. ein Let's Drink. Denn wir haben ja schon lauter leckere Sachen stehen. Wir haben hier Lose mit 14, also 14 Lose. Jeder zieht, die Hälfte von 14 ist 7. Jeder zieht 7 Sachen. Die kommen dann hier in dieses tolle Gefäß rein, wo sie gemischt werden. Getrunken werden dürfen. Der Krummel kriegt gerade einen Keksgasmus. Die mischt sich bei mir mit rein. Okay. Und ja, wir haben jetzt ganz tolle Sachen. Wir haben zum Beispiel Zahnpasta, wir haben Marmelade. Wir waren ja vorher bei McDonalds, haben ein bisschen Kaffeesahne und Soße geklaut. Ja, Zahnpasta, das mischt ich kurz mal in die Kamera. Warte, ich komm mal vor. Ja, zeig das mal bitte. Also da waren wir gerade bei der Nachbarin und haben mal gefragt, ob wir denn... bei der Nachbarstochter, ja. Ob sie uns denn nicht ihre Zahnpasta leihen würde. Ja, von mir an mir mit Einhorn. Wir haben Käse, wir haben Ahoi-Brause und Brühe und Zimt. Voll die leckeren Sachen. Hier unten habe ich noch diese großen Sachen, die jetzt sichtbar schwer sind, wie Sirup und Zucker und Kakao. Was haben wir denn noch für tolle Sachen da? Wir haben noch Grünmittel, das sind wirklich leckeren Sachen aus dem Fall. Nein, lecker, schmeckerle. Ja. Und wenn ich das Schinken gucke, gerade, Mensch, da freue ich mich jetzt ja schon mal. Ja. Ist ja noch eine Absicherung, falls wir uns doch das sehen. Das ist ja wirklich. Nam, 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 nam. Schneiden wir das raus, wenn wir kotzen müssen? Also, wir tun natürlich nicht. Wir haben den Eimer schon mal. Also so transparent, ich würde sagen, wir ziehen es einfach mal jeder los abwechselnd, oder? Also ich schätze die Gutscheine weg. Das sind McDonalds-Gutscheine gewesen. Ich wollte gerade sagen, wir können uns dadurch Appetit holen, falls wir uns trinkt nicht vorstellen, wenn das dann so klumpig... Ach toll, war das toll. Ja, es wird auf jeden Fall ganz lecker. Doch Robert hat sich ja ein Let's Eat gewünscht und er hat sich gewünscht, dass ich was mit dem Don Krümel aufnehme. Achso, deshalb bin ich ja da, stimmt. Deswegen bist du da, ich hab dich ja mit dem Keks hergelockt. Ich zieh's einfach mal einen los, da ne? Da reicht doch nicht lang, ne? Ja, das ist mir egal, du ziehst jetzt ihn los. Mhm. Und dann hat er wehgetan.
Was hat das wehgetan? Na, Keks. Warum hat der Keks? Wir noch nicht aufmachen. Wir ziehen erstmal nur. Zieh mal nochmal. Ach so, nochmal. Ja, jeder kriegt sieben Lose. Gleich nochmal. Oh, lass mich auch nicht das Ekelhafte haben, ne? Du kriegst alles, was ekelhaft ist, ich krieg alles, was lecker ist, so. Nein! Das ist gespickt. 2, 4, 5 Du bist nächste Woche bei Anschluss auf der Bank, ne? Weißt du Bescheid. Ja, nehmt euch mal 2, ne? Damit es hier fertig ist. Man sieht noch die tollen Lose, die ich gemacht habe. Mit Strohhalm drumherum, dass sie wirklich professionell aussehen. Jeder kriegt 7 Lose. Das hast du doch nicht verraten. Dass jeder 7 Lose kriegt. Ich mache einfach jetzt das erste Los aus. Ich habe Angst. Was Tolles? Wie machen wir es denn? Tun wir erst alle aufmachen und dann mischen? Oder tun wir jetzt immer aufmachen und gleich reinmischen? Nein, okay, ich habe Wasser jetzt vergessen. Wie Wasser jetzt vergessen? Eigentlich gehört ja Wasser rein. Mal das Reinmischen dazu noch, ne, dass sich das verbindet. Aber ja, ich nehme jetzt einfach mal das Notfallwasser hier. Was ja unser Notkotzwasser ist. Ich tue es jetzt einfach mal ein bisschen matschen. Sollen die Leute denken, wenn die sagen, Nose? Ah, die Nose! Vor allem machst du die Nose? Bla bla bla! Willst du mal keinen Schuss geben? Hm? Da hast du selbst Wasser! Hast du noch Wasser? Kannst du reingeben? Oh. Ich kenn die Sports am Wasser, ne? Ich bin arm. So. Ja, ne? Das ist jetzt weniger Wasser, aber es ist jetzt egal. Die Hälfte ist auf dem Tisch, kannst du da absaugen. Haben noch Schwein hier, ne? Ich habe Ahoi-Brause! Ahoi-Brause! Ich tue es jetzt einfach schon mal reinmischen, ne? Das kann ich jetzt nicht nochmal haben, die Halbbrase. Das hast du jetzt. Ich werde jetzt hier nur die Hälfte reinkippen, weil wir machen das Ganze... Ich hoffe so sehr, dass du diese Hartkäsegericht gehst. Wir machen das Ganze dann nochmal... Sieht mir schon etwas älter aus, Entschuldigung. Wir machen das Ganze ja dann nochmal, nochmal mit den Dosen, damit jeder 2 leckere Cocktails... Ja, Milchshake ist es ja nicht, ne? Sag ich nicht. Dosen? Bist du Dosen? Losen! Oh, du hast Dosen gesagt. Ich hab Losen gesagt. Guck mal, wie das brutzelt, ne? So ja, schmeckt Brause. Scheiße, das... Ja. So, die Hälfte ist schon ein bisschen klumpig. Das sieht schon etwas länger wahrscheinlich. Mhm. Yay! Ich tue jetzt einfach rühren, ne? Mhm. Willst du gleich mit dir auch mitmachen oder soll ich jetzt erstmal mischen? Mhm. Ich mach jetzt einfach mal, ne? Und jeder eins, ja? Ja, komm, dann mach du erstmal eins. Dann sagen sie ja, ey, da kommen wir frisst ja nur. Ja, da kommen wir frisst ja nur Kekse. Ich hol jetzt mal ein Küchentuch und saug jetzt mal das Wasser auf. Ha! Oh Gott, was hast du? Marmelade! Oh. Marmelade! Die wird schon klumpig. Mein Zeug zeigt mich, die Marmelade aufgemacht hat? Mit Hammer und mit Schraubenzieher? Ja, ihr seht dieses Wunderblatt und seht ihr das Loch hier? Also verärgert nie bitte die Kitty, ne? Tut mir den Gefallen. Das ist nicht gut. Mit Hammer. Kommst du aus dem Untersatzbank? Danke. Ich tu mal die Losen nach hier hinten legen. So sieht's von innen aus. Ich tu mal die Losen hier hinterlegen, jetzt will ich nochmal benutzen können. Die, ne? Gut, ne? Ja, die ist auch lecker, die ist ja selbst gemacht von meiner Mom. Von der Mama? Ja, ne, das ist. Da würde ich nur sagen. Das Falsche. Einen ganz großen Schuss hier, ne? Ich das gerne sagt, ja. Ach du Scheiße. Bin ich großzügig. So, ja, wenn es von der Mama ist, dann schon ich jetzt gut. Tu mal rühren. Tu mal rühren hier, ne? Also, wir könnten auf jeden Fall eine Kochshow machen. Ich mach schon mal das nächste los, während du hier rührst. Was muss ich dann aussuchen? Nee, ist nicht schwach. Gemüsebrühe! Gemüsebrühe, na, das passt doch. Lecker, süppchen. Wollen wir eigentlich erwähnen, warum wir eigentlich nur flüssige Sachen haben, Abig? Ja, eigentlich macht man das ja mit dem Mixer und Milchshakes, aber... Keine Ahnung. Ich bin arm, ich hab keinen Mixer. Ich hab auch keinen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mach das immer mit Hand, ne? Mixer? dazu möchte ich mich jetzt nicht. Also. Weiß was macht deine Katze eigentlich da hinten? Die guckt so gierig. Der leckt sich gewissen Körperregionen. Also wenn ihr sehen, dass die Kamera umfliegt, dann seht ihr einmal die Kette unten rumackt und. Ja, also man weiß ja nicht, was unter der Kamera nicht passiert. Wird ja, nicht ne? gezeigt. Oder das ist wie, wie. Ich hab jetzt einen schönen Löffel, du siehst, ne? Ja. Wie war das bei? Oh, das riecht doch gut, ja? Ja, das riecht ja Gemüsebrühe. Schmecker. Ist das, wie ist denn diese hier? Big Bang Theory hier? Ja. Die eine Folge, wo sie auf der Comic, weiß nicht, was auf der Comic Press ist, Moment auf der Comic Press. Das ist wie beim Tisch, was auf dem Tisch passiert. Das sieht schon sehr lecker aus, Ahoi Brause mit. Ach, das ist jetzt noch nicht, ich bin jetzt noch nicht kritisch, ne? Es riecht schon. Riech mal. Ja, oh, leicht brausierenden, stechenden, mackigen Geschmack. Es ist eine Mischung aus Gemüsebrühe und Zitrone. Ich glaube, wenn ihr das irgendwie so. Wenn ihr das irgendwie ein Schnupftuch oder so, da gibt es ja hier diese für Husten oder so. Ich glaube, dann hast du nicht nur Husten, sondern auch gewirkten Brechreiz. Ich glaube es auch. Du wolltest nicht fort. Ich habe Zucker. Zucker ist gut. Zucker, Marmelade, Zucker. Kannst du das los weiter tun mit, ne? Achso, das los tue ich jetzt noch. Ja, das los. Zucker habe ich kaum noch. Ja, das ist aber auch Mangelware bei Kipp dir. Kipp mal rein, ne? Der Zucker brauche ich immer, ich bin nur süß. Ah, ja, Kipp mal rein. Oh. Reicht noch was. Ja, was? Noch was? Reicht? Oh ja, es hätte reicht. Ich habe den Handkäse. Ach, ne Gucke. Ich möchte bitte, dass du das mal kurz in die Kamera hältst. Haben wir das abläuft heute noch irgendwo? Ja, natürlich. Der hält noch bis
20.10. Was? Hätte schwören können, naja, welches Jahr, ne? 2014 natürlich. Natürlich. Oh, es war ein bisschen viel. Die war ein bisschen viel. Alter, das hab ich nicht gesehen, das normal. Das sieht aus wie Bräuchchen, das ist ja auch sehr schnell da reingekommen. Ach, Matti. Das ist das jetzt nur nicht oh, so. Oh nein. Ach ja, das ist schön. Das riecht, riecht mal. Nein. Bitte riecht. Das ist dein Topf. Riech. Riech. Bläh. Dieser Geruch. Ich zeig's einfach mal in die Kamera. Man sieht es vielleicht, es ist aus wie schon mal gegessen und genauso riecht's auch. Aha, Mrs. Polanski, so ist das. Es hat Klümpchen gebildet, es stinkt einfach nur. Ich glaube, es ist nicht. Warum sind die leckeren Sachen? Die leckeren Sachen? Ich hab noch zwei. Oh, hab ich nur noch zwei Dosen hier liegen? Nein, ich hab alles runtergehauen. Ich bin ja so schmeißt. So, du bist achso, ich bin schon wieder dran. Ich hab gerade erst noch gerührt, aber ja, war schon wieder so fix. Ich bin halt schnell. Und ich habe. Ja, was hast du? Oh Gott. Die süß-saure Soße! Oh yay! Eben beim McDonald's noch geschmort. Wir hätten das los. Weil man muss ganz ehrlich sagen, wir haben das mal fett gefressen. Ja, damit wir extra viel seht ihr hier, haben. Dort, vielleicht am Anfang, am Ende, keine Ahnung, oder vielleicht da, jetzt überblickt, keine Ahnung, nein, nicht, nein. Und das ist auch nur. Die Hälfte nur, ne? Achso, da war ja was von der Hälfte, ne? Ja. Ach, guck mal vor, wie beim Mixer hier. Das sieht so eklig aus. Die schmeckt eigentlich gar nicht schlecht. Ja, ich weiß auch nicht, ob die diese Marmelade schmeckt. Ich will es auch eigentlich nicht rausfinden. Das sind so Sachen, die man nicht wissen. Ich mach schon mal das nächste los auf, okay? Es hat auf jeden Fall schon eine leichte... Waldmeister-Sirup! Schön! Das ist das, was gefehlt hat. Der kleine Schuss ist neutral, ne? Auf jeden Fall auch nicht mal da, ne? Was trinkst du denn so? Das habe ich auch schon seit längerem im Schrank stehen. Alles, alles muss raus, ne? Oh, das sieht so eklig aus. Guck das mal! Warte, ich rühre das. Ja. Seht ihr diesen leichten grünen Schimmer von unten? Diese natürliche Farbe eines tollen Cocktails. Oh, was der Hartkäse stinkt so extrem. Ich hab mir den ja gewünscht. Also es sieht jetzt schon mal gesund aus. Sieht aus wie Spinatbrühe. Sieht auch wie Spinatsuppe, ne? Wie dein Haar war so ein bisschen, ne? Wenn du die Kamera hältst oder so, das fällt gar nicht auf, wenn das Ding da steht. Ich finde geil, das ist Spinatsuppe. Also bin ich jetzt hier dran? Ja. Ach, nee. Du hast noch drei Dosen, ich hab noch drei Dosen. Oh je, ich hoffe nicht das eine, was ich denke. Die Chili con Carne. Oh, eine halbe Kaffeesahne krieg ich auch noch. Oh, die halbe Kaffeesahne. Also der Krümel räumt jetzt alles ab, was McDonald's ist. Hier, bitteschön. Wundert's euch. Und ich mach schon mal das nächste los. So, die Hälfte. Ich hab die Zahnpasta. Oh, da will ich extra drücken bei dir. Nee, das da ist nicht. Das war schön ich. Obwohl ich auch, dass ich bei der Kette drücke, dann drückt die 1. Schreibt's in die Kommentare. Da ist sogar was drin. Ja, sogar, ja, was braucht denn die Nachbarin da? Zähne putzen. Die putzt sich täglich die Zähne, sie hat das 50 Jahre nicht benutzt. Oh, was für eine Wurst. Guckt's euch an. Was ist los? Schmiss doch am Rand ab. Ja, schniedelt's rum, genau, links, rechts. Das sah aber lecker aus, ne? Noch was? Ja, aber die braucht es euch noch wieder. Wir haben gesagt, dann nehmen wir einen Schluck. Du hast doch nicht mal gesagt, für was? Ich will die Kleine nicht verstören. Also, da bleibt die Zahnpasta in deinen Becher getan, haben sie nachgetrunken und gekotzt. Lecker Vorstellung. So. Oh, dieses typische, zahnpastische, frische Geschmack. Oh, freust du dich schon? Ich sehe es in deinen Augen. Oh, das beißt ja recht schön in den Augen. Was ist denn das? Was ist denn das? Ist das hier mit extra frischem Geschmack? Das ist der Hartkäse, der soll den Tiefkrieg. Junior, Mia and me, Milch. Ich will keine Werbung machen. Das ist Mint, milde Minze, ist das. Was ist denn da für Aroma? Och, milde Minze. Der ganz viel gutes Zeug ist da drin, viel Chemie. Der Käse ist halt das, was es so eklig macht, ne? So, da kann ich wohl machen. Ja, du darfst machen. Ich. War das ja noch gleich drauf, ab, ne? Ja. Kurz gleich ab, jetzt machen wir gleich. So, und ich habe. Nein, das Chili con Carne. Ja, ach, das hättest du eigentlich ruhig verdient. Ich hab den Hartkäse, der stinkt genug. Ja, das reicht doch lange nicht. Ich hab die Hälfte nur, ne? Wer sagt denn, dass ich ja die Hälfte reinknall? Da reicht ja schon ein Löffel. Das sieht so lecker aus. Also, Chili con Carne. Ich hab übrigens Zimt. Du hast Zimt! Ja! Mensch! Das macht's noch besser! Was wie eine Zimtstange! Oh, aber richtig! Ich bin ja auch eine Schnecke! Eine Zimtschnecke! Wie war der Spruch? Der hat doch schon etwas eingestaubt! Wie war der Spruch mit der Schnecke? Wenn man Schnecken ist, sind sie ganz aus dem Häuschen! Ah! Flitz kommt wach! Der Flitz kommt wach! Was war denn das? Ich schraub den Deckel ab!
Mach dann mal richtig hier. Oh, da geht noch eine Menge Zimt. Nee, das machst du absichtlich, dass es mir gut schmeckt. Ey! Komm mal, Chili con Carne, geht da ein bisschen runter. Nein, lecker Schmeckersche. Oh, es riecht wieder annehmbar. Da hab's genau so schmeckt. Nein, 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 löst dich nicht auf! Du hast Tja, tja. Oh, ii, jetzt sieht's aus wie mit Kotze mit Scheiße gemischt. Oh, es riecht minzig. Müssen wir mal meins riechen? Schön, Chili. Ja. Es riecht so. Oh, guck mal, es riecht jetzt fast lecker. Es riecht wie Kotze mit Zimt. Weißt du, das, wie das riecht? Das hättest du 50 Bier drin, es gekotzt, jetzt Durchfall, jetzt das Kotze nochmal getrunken und dann nochmal gekotzt. Und Zimt draufgeschüttet. So riecht das. Und legt mal am Flur eine Wurst und dreht euch um. Genau mit Zimt. Genau so riecht das ekelhaft. Es riecht echt zum Kotzen. Bin ich wohl schon wieder dran? Ja, es riecht echt nach Kotzen. So viel ist ja gar nicht mehr übrig, ha? Nee, ich hab noch eine Zutat und du noch zwei. Was hast denn du? Ich hab den Apfeltee. Apfeltee hast du hier, ja. Ja, schön Apfeltee da. Das ist aber original so, was Neues. Kannst du hier deinen Löffel ein bisschen abtrocknen? Damit du nochmal reingreifen kannst. Mhm. Sonst wäre das ja eklig, wenn ich das nächste Mal den Tee mit dem Löffel rausholen würde. Ich will den noch benutzen, ich dachte, ich werde das reinkippen. Ja, wenn du das willst, komm her. So, dann nimm dir mal einen großen Löffel raus. Ja, mit einem kleinen Löffel einen großen Löffel. Ja. Das ist nicht so. Kippt nicht alles raus. Da geht noch was. Was? Das reicht doch nö. Och, so. Das löst sich doch gar nicht auf. Das ist oh. Guckt euch das. Nein, halt mal die Kamera bitte. Kommt, ihr wisst das so. Das ist schon sehr dickflüssig beim Don. Ist noch ein Keks? Haben wir noch einen Keks rein? Nee, es ist so dickflüssig bei dir. Ja, ich dreh das schon. Meinst du, das ist richtig flüssig? Machen. Meinst du, das ist richtig flüssig? Achso, die Chili, ne? Bleh. Ich mach jetzt mal. Ey, du wirst das, hab ich gehört. Ich wurde von der Stange attackiert. Ich muss irgendwie das Gelump fressen. Warum bin ich noch nie auf wenig? So, als letztes kommt eigentlich nur noch Himbeersirup und Kakao, ne? Das sind hier die zwei letzten Zutaten, die wir noch haben. Lecker, schmecker, schmecker, lecker. Die Frage ist jetzt, was ich bekomme. Den Kakao. Da werde ich wohl den Kakao kriegen. Nee. Verdammt, soll ich das mal aufmachen? Ja. Ja. Ja, hab keinen Sinn. Warum sind das gleich gerade, Dinger? Blöd. Damit ich mehr Dose hab, ne? Himbeere. Wahnsinn, das ist sogar original zu, ne? Siehst du mal, wie nett ich bin. Kranker Scheiß. Ich hau mir jetzt einen dicken Löffel Kakao drin, ne? Besten, ich mach das noch warm. So, lass ein bisschen kochen, dass es unseren Ohren fliegt. So, der Nachbar wird doch denken, wenn wir... Ey, wer das Ding sich, das riecht ein bisschen nach... Warte, ich geb dem Ganzen gerade die gesunde Farbe. Das riecht ein bisschen nach Glühwein. Im weiteren Fernabstand. Das riecht wenigstens nicht so zum Kotzen wie mein. Ja, dieser Apfel, ne, der macht so ein bisschen Schmacki-Schmacki. Huch, hat die vom Ding geschmissen. Na, das sieht doch lecker aus. Wie Sirup soll ich denn reintun? Soll ich machen? Nee, du machst so viel zu viel rein. Ne, ein bisschen einfach. Einen Schluck. Ne, noch einen Schluck. Ja, super. Man riecht den Käse nicht mehr. Ich hab gesagt, dass Himbeer eigentlich nicht so meins ist. Hab ich dir gesagt, dass Hartkäse mit... Ich hab gehört, dass Pillow hat gesagt, das ist ganz lecker. Jetzt zieh den auch Pillow nicht mit. Ach ja, ne, Pillow wollte ja was mitessen. Ja. Also wir werden dir auf jeden Fall das Rezept zuschicken. Dann kannst du es gerne nachmachen. Ganz lecker, kann ich dir nur empfehlen. Ja. Mm. Ich schnapp jetzt einfach mal einen Strohhalm und halte ihn rein. Ich hab keinen Schluck genommen. Und so, warum denn nicht hier auf Ex? Weil ich Angst habe. Mit Strohhalm, bei mir passt aber kein Chili con Carne durch. Mit Strohhalm. Steht nicht an der Pole. Ja, danke. Ja, gut, wir schmecken gemeinsam, mein Freund. Lass es dir schmecken. Ich mach nur einen Eimer, denk dran. Wir sind beste Freunde, wir kümmern zusammen. Es ist mir die Haare. Ich will noch mal kurz die Konsistenz meiner Bulli. Meint es immer, dass ich so flüssig. Es war schön mit dir. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich noch mal wiederkomme, wenn ich überhaupt das überlebe hier. Geaff. So, stoß mal an. Ja, cheers, ne? Tschüsschen! Ah, ist nicht toll, so ein Cocktail. Oh, Gottes Willen. Das trau ich nicht. Und wie schmeckt's? Nicht gut? Es ist so eine... Boah. Ja, beschreib mal, aber schmeckt es? Du hast aber immer die Süße des Zuckers, dann kommt die Süße dieses Apfeldings, dann kommt das Chili con Carne in die Ecke mit ein bisschen Fleischgeschmack, was so schmeckt, als hättest du es gerade gebrochen. Ganz lecker. Mm. Ich probiere jetzt mal meins. Ich habe schon den Eimer zu hier. Man sieht doch, mein Strohhalm sieht auch extrem lecker aus. Wir haben ja noch einen. Ach, das sieht toll aus. Ich traue mich nicht.
Grüßt alle, die ich liebe. Trink, trink, trink. Wie konntest du jetzt wirklich gerade in den Top? Hast du gerade die Challenge verloren? Ja. Oh nein. Beschreib doch mal diesen Geschmack, der dich dazu beeindruckt hat. Ich muss mich schon Alter, trinken. Du stinkst aus der Schnauze. Das geht gar nicht. Ich sitze dort und rieche dir wie so ein Zahnpasta. Oh, komm, ich kotze gleich. Oh, das Problem ist, Und so? Das ist total grieselig durch diese Brühe. Aha, wie geht's so? Durch diese Brühe ist das total grieselig und du nimmst das in den Mund auf einmal. Das schmeckt, als hättest du Sand im Mund. Komm, wir tauschen mal. Also beschreib mal, ne? Das schmeckt, als hättest du Sand im Mund, weil es total grieselig ist. Dann hast du diesen Zahnpasta geschmeckt. Ich kann gar nicht dran riechen. Sieht dich gut nicht in den Eimer. Alter, das ist ja noch schlimmer. Komm, trink! Oh, nee, ich will nicht! Nein, du kannst. Ich trinke deins auch! Das ist doch der Plan gewesen, komm! Du kannst doch gleich ausspucken wieder, hab ich auch gemacht! Oh, das war ekelhaft! Das schmeckt echt lecker, ne? Bäh! Ey, das ist mir übel. Oh. Das wird es. Beschreib mal. Steffen und. Oh, der schüttelt einfach am ganzen Körper. Oh, ich hab den Nachgeschmack in der Schweiz. Das geht ja gar nicht. Ich muss sagen, ich hab mich mal gefragt. Das ja meint sich ja. Probier mal. Ah, einmal ist dort, ne? Ich trinke jetzt hier einen Schluck davon, dann ist das dann noch richtig lecker. Ja, aber trink ja lieber erst davon einen Schluck. Du hast ja wieder schon gekotzt. Reicht das dann nicht? Nee. Sachte nehmen, ne? Das ist das Süße, ne? Das Süße haut rein. Im Nachgeschmack habe ich recht. Oh, die Chili! Ja, eben. Ja, wie gekotzt, Alter. Nee, ich finde es ja gar nicht so schlimm. Was? Du hast dieses Süße, dann kommt dieses Chili um die Ecke. So wie, hallo! Komm ich jetzt ins Fernsehen? Doch, bloß du trinkst jetzt noch was. Katie Challenge accepted. Jetzt schmeckt es mir nicht mehr. Nein, du musst das jetzt nicht zusammen. Natürlich. Guck mal, lecker, schmecker, was wollen die Zuschauer sehen? Action, Action, Action. Ist okay. Bevor wir zum Ende kommen, das sieht doch lecker aus, ne? Lecker. Ich kann euch diesen Trink nur empfehlen. Das ist so ein Spuckalm, ist übrigens sehr praktisch. Bitte. Pink war meins, ne? Ja, natürlich. Ich dachte, den Eimer schon mal rein. Hast du eigentlich von Scott aus meinem Freund getrunken? Ja, natürlich. Nee, ja, natürlich. Du aus meinem auch. Weißt du, echt? Ja. Hast du aus meinem Becher getrunken? Oh, ja. Das ist ein ganz schönes Scheiß. Nein, hier. Ich hätte ja noch einen Geschmack. Deswegen hat es wahrscheinlich so eklig geschmeckt, ne? Du musst dich schon von einmal ein. Du kotzt ja nicht auf deine Haare. Deine Haare, pass auf deine Haare auf. Ich hol deine Haare. Ja, deine Haare. Daneben gespuckt. Jetzt kotzt. Ja, Candy spuckt, der kotzt. Und dem Eimer geht's genauso scheiße. Oh nee! Ich werde das nicht. Doch, du hast. Probier's das nein, 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 nein. Probieren! Trink! Leckeren Saft. Würde ich sagen, wir verabschieden uns. Trink! Ach, ihr seid doch solche Assis. Ach komm, du willst auch noch. Ich hab grad. Oh Gott, ich hasse die. Oh, das riecht doch schon so Kopfschmerzdröhnen. Oh. Oh, oh Gott, du bist ja wirklich hoch, ja? Ja, zum Wunderfischen was. Hast du das selber vom Mund gehabt, gerade eben? Oh, da kriegst du ein frisches! Nicht zu spät. Ja, dann kenn ich das noch am Müll. Schreib es in die Kommentare. So, kannst du das kurz einmal fischen? Oh, nee. Komm, Amy, ich muss mir das mal aussuchen. Oh. Scheiße, was ich hab vorher gerade McDonald's gefressen. Das zum Thema 30 getaggtes Video. McDonald's oder Dings. Oh, und dann kommst du mit so einer Krütze hier. Oh, das war eklig. Richtig, sehr eklig. Das ist gar kein Ausdruck. Wer hat denn die Zutaten gemacht? Du, Amy? Kommt die Stange runter. Kann man sich gar nicht vorstellen. Wie eklig das ist? Ja, die Leute trinken sowas, ne? Macht's einfach
zu Hause mal nach. Das werde ich mal schreiben, die Rezepte in die Videobeschreibung. Natürlich, meinst du doch. Naja, wir haben es ja hier. Ich würde sagen, wir haben gesagt, wir machen uns noch ein. Wir machen jetzt aber nur 4 Zutaten rein. Okay? Okay. Okay, ich glaube, jetzt hier mal das halbe Wasser von dir. Ja. Warum machen wir jetzt noch ein? Achso. Ne, wir haben ja gesagt, wir machen 2, dass jeder 2 hat, ne? Ja, ja, ja. Mhm. Wir mischen jetzt aber in den Gläsern. Und die tun aber nur 4 Zutaten. Entschuldigung. Die kommt ja gerade alle so. Das ist verständlich. Das ist auch. Also, wenn ihr niemanden mögt, dann macht ihr das. Gebt ihnen sowas. Und gebt ihnen das. Das ist so eine Konsistenz, die man nicht haben will, glaube ich. Das sieht aus wie ein Dünnpfiff. Mal Rest der Verwertung mal anders. So, ich würde sagen, jeder zieht jetzt einfach mal 4 los. Alter, das würdest du nicht hinten hinlegen jetzt. Nein. Komm, zieh einfach mal 4 los hier auf die Schnelle. Ey, wenn die wieder schnell auf dem Konto nehmen, dann. Soll ich das hier ziehen? 3, 4. Wie hast du? Was? Wie los hast du? Wie soll ich 10? 4, 5? 4 oder 5? Willst du 5? Nee, ich nehme 4. Okay, also ich hab Zucker. Ich hab 10. Das ist schon mal gut. Komm, wir mischen jetzt zusammen, sonst kann ich jetzt kurz hinkommen. Ja, okay. Oh, das war zu viel. Ach, da geht noch was. Also, wo ist denn die Gemüsebrühe? Achso, Gemüsebrühe ist ja, ja. Gemüsebrühe geht aber noch. Kann ich aus Erfahrung sagen. Ist ja nicht das Schlimmste. Gemüsebrühe kannst du auch so mal lutschen. Ja, ne? Das mache ich mal gerne mit Wasser aus der Schmissuppe. Ach, das kommt noch auf den Gemüsebrühe. Dann nimmst du es einfach, machst du das so als Eis und du hast es Fach und kannst du auch lutschen. Das Gemüseeis oder was? Ja, da gibt es so einen tollen Partyknaller. Kennst du den? Das ist dasselbe bei. Da tust du Mentos in einem Eiswürfel einfrieren und gibst es den Gästen eine Cola. Und wenn der Eiswürfel geschmolzen ist, gibt es eine Fontäne. Ja. Ich habe Himbeersirup. Das ist wie bei. Das gefällt es mir hier. Das ist wie bei. American Pie. Nee, bei. Ja, das auch, aber wie bei. Bei der braunen Soße zum Beispiel auch sehr lecker. Kannst du ja auch also, ich muss sagen, ich habe schon 2 Lose gemacht. Ne? Und ich, bis jetzt freue ich mich, ich habe Zucker und Sirup. Ja, bis jetzt ist es okay, ne? Was war das? Ach, Heubrause! Das ist ja noch besser. Irgendwas ist runtergefallen gerade. Ich bin nicht so. Ja, das ist schon die Katze bestimmt. Nee, die liegt doch. Die guckt schon skeptisch, die glaube ich, hat auch gekotzt dort hinten. Ist, wenn ihr irgendwo. Hauptgäse, das war klar. Ich gönne es dir, mein Freund. Ja, ich gönne es dir. Tierisch. Also, wenn nächstes Mal. Waldmeister-Sirup! Wenn ihr nächstes Mal bei DLC die Kelly erschossen seht, dann wisst ihr warum. Hinterrücks, von hinten. Das ist, wenn ich abgehe. So, das sieht. Ah. Alter! Sieht auch lecker aus bei dir. Ich habe aber bis jetzt noch keine Angst davor. Ein Kakao, na lecker, der Kakao macht's ja nicht. Man sehe das? Es sieht eigentlich ganz lecker aus. Bist du mit einem Kakao? Ich komme mir vor wie an der Bar hier. Was ist denn hier? Panzerwappen! Hier gelebt an. Schokodrink, was ist denn das? Wo kommt denn das her? Lass doch mal sein, wo das herkommt, mach keine Schleichwerbung. Schleichwerbung? Ich kenn den Schuppen gar nicht. Das riecht aber nicht wie Kakao, ne? So wie hier hin ist. Oh geil, riech mal. Ich weiß auch nicht, es riecht so wie Badesalz. Na, das ist diese Zitronensäure. Diese Zitronen. Achso, ich dachte Badesalz. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen reinkippen, ja, ich habe ja keinen Löffel mehr. Huch, huch, das war zu viel, oder? Na komm, Kakao geht nicht. Ja, ich dachte nicht so viel, ich hab doch nicht so viel Wasser. Ja. Bis jetzt habe ich noch keine Angst. Oh, grün zu grün oder was? Das habe ich braun zu braun. Das zu meinem. Kakaofen. Nee, ich dachte eigentlich an mein Handy, aber gut. Kakaofen. So, ich spiele jetzt aber schon alle abgeschaltet, da wo du gekotzt hast. Oder willst du es übers Höhen? Oder willst du da einspielen? Ein New Happy. Also, trink jetzt mal schon. Es ist pappesüß. Ich habe da Zucker reingetan. Oh, Scheiße. Trink du mal deins! Ich warte! Es wird pappesüß. Ich habe 2 mal Sirup drin, ich habe Zucker drin. Ja. Es wird richtig, richtig Heubrause, es wird so süß sein. Scheiß die Wand an. Ich kriege Karies. Ich spüre, dass ich Karies kriege. Wie der Mund brutzelt oder was? Es ist dieses total knietschig Süße mit diesem scheiß sauren. Wir haben kein Wasser mehr zum Spülen. Oh ja. Unprofessionell. Aber du trinkst da noch einen Schluck oder was? Schmeckt lecker. Ach, jetzt auf einmal. Dann trink mal hier. Probier doch hier mal. Das schmeckt quietsches süß, aber da kommt es saure. Oh, das ist wie eine Bonbon-Mischung. Ja, schmeckt lecker mit dem anderen. Bitte das ist deiner, den kannst du als erstes probieren. Hast du einen Eimer? Natürlich, alles bereit. Hm. Ich frage mich dann, wer den ausleert. Der Hartkäse macht's eklig. Ne? In keinster Weise, bitteschön. Oh, was habe ich mich da eingelassen eigentlich? Warum machen wir das? Weiß ich nicht, ich halte hier mal ihre Haare, man. Was ist denn mit? Du solltest vielleicht nicht hier dran schnuppern, sondern hier. Ja, das ist süß. Trink es! Das Süße hat mir den Hals verklebt. Das Süße hat den Hals verklebt? Ja, ich kann das schon, ich bin alt genug.
Ja, sehe ich. Sie ist alt genug. Glaube ich nicht. Da ist er. Da ich treffe noch. Jetzt ist er im Mund. Und da ist er schon wieder. Es ist, ich denke, es ist nicht so Hartkäse, sondern die Mix. Also dieser tollen Gemüsebrühe. Kennt ihr das, dieser Lemar-Gemüsebrühe? Trinkt ihr das? Dann treffe ich schon, was ich wirklich viel besser ist. Lecker schmecker, ne? Das ist besser. Ja, das ist besser. Ja, Rezepte in der Beschreibung fürs Nachmachen, wenn ihr wollt. Denke ich, oder? Machst du das? Ja, ja. Dann kommt die Kaffeesäule jetzt her. Von McDonald's. Schleichwerbung. Schleichwerbung. Von einem Fastfood-Geschäft. Ah ja, das kommt noch übelst hoch, ne? Ich will nicht sagen, aber der letzte Burger kommt. Ich hab zu schnell getrunken jetzt. Ja, würde ich sagen, hatten wir es eigentlich, ne? Oder hast du noch, oh, bist du noch mal, warum probierst du das noch? Ja, am besten mixt doch alles zusammen, kurz noch mal. Also wenn ihr Mager, nee, das wollen wir lieber nicht, wenn ihr alles... Das ist die neue Idee! Jetzt Katie oder was? Das sieht aus, ich hab dir gesagt, die Milch macht Bildfläppchen. Aha, der trinkt das nicht, ne? Nee, ich zeig's mir die Kamera. Man sehe die Flöckchen. Flöckchen? Wo ist denn Flöckchen? Was hier, guck mal. Oh. Okay. Wir haben es überlebt! Ja. Dann verabschiede ich mich und sage, wir machen das nie wieder! Vielleicht, mal gucken. Aber, oder vielleicht mit irgendwas, ich könnte was von Tschechien mitbringen. So tschechische. Aber leckere Sachen. Ja, die zumindest lecker aussehen. Was drin ist, weiß ja keiner. Ja, aber sie haben was, das ist das tschechische Spezialität. Wir können ja nicht so rutzen, nützen, 14 Sprachen nehmen. Wir blenden es einfach aus. Das wäre eine Idee, das machen wir. Kapilla ist dort auch, da hätte man auch was für den Österreicher einkaufen können. Robert, du wolltest uns was schicken! Brüderchen! Brüderchen? Den verstehe ich jetzt nicht. Hallo Schwesterchen? Schwesterchen von Brüderchen? Ja, Robert ist mein Bruder, mein großer Bruder jetzt. Wenn ihr genauso ahnungslos seid wie ich, ist das nicht schlimm. Robert! Cheers! In diesem Sinne, setz doch gleich deine Riesenmütze auf hier. Wer ist sie eigentlich? Alt. So voller Stau. Unbenutzt. Natürlich ist sie unbenutzt. Ich hab doch nie gefragt, ob da so ein großes Ding braucht. Damit verabschieden wir uns und sagen Tschüss. Danke. Nicht den hier. Der Stau kommt. Ja, warum denn wohl? Weil das noch nie gemacht hat. Danke fürs Zuschauen. Das ist ekelhaft. Das lass uns mal angucken. Das war so ich muss gleich kotzen, ne?